Hallo, Lieben. Hallo. Wir sind wieder hier. Bei RS Reisemobil in Mülheim an der Ruhr. Genau, und heute gibt es einen Kastenwagen, einen kleinen, mitkommen. Wir haben nur noch Kastenwagen momentan, weil die Hersteller wirklich erstmal nur die Kastenwagen 2022 bringen und 2021. Jetzt haben wir ja einen 2021er, aber es gibt momentan nur Kastenwagen. Ja, es ist echt der Wahnsinn. Wenn hier ein LKW angerollt kommt mit Wohnmobilen drauf, dann ist der wirklich voll mit Kastenwagen. Genau. Teilintegrierte, vollintegrierte. Und wenn, dann sind die vollintegrierten und teilintegrierten sofort schon geordert gewesen. Ja. Und gehen sofort wieder weg. Ja, erst in die Werkstatt. Ja. Und alles draufgebaut. Und dann können wir die Leute in der Werkstatt ja auch nicht nerven. Richtig. Und dann, ja, ist naja, wurscht. Müsste mit Kastenwagen vorlieb nehmen. Aber diesen Kastenwagen finde ich hier schon mal knuffig, weil der ist kurz und er hat Platz für 4 Personen. Ja, also ich finde das schon ein ganz, ganz witziges Konzept hier. Naja, aber wie ihr es gewohnt seid, fangen wir natürlich nach der Reihe an, auch wenn das Konzept erst vorne witzig wird. Wir müssen uns das hinten ja auch angucken. Ne? Ja, wir haben hier einen typischen Querschläfer im Kastenwagen. Was mich hier so ein bisschen stört schon, ist, dass ich hier an gar keiner Seite ein Fenster habe in diesem Fahrzeug. Kann man natürlich optional wahrscheinlich alles noch dran bauen, wie man das möchte. Hier dieser, den wir jetzt filmen, der hat gar kein Fenster. Aber was der hat, und das glaube ich, wäre für dich ganz gut. Ja, das ist so ausgespart. Ne? Ja. Das heißt, man kann mit den Füßen ein bisschen mehr daran. Auf beiden Seiten. Ja, ja, das ist schon ganz gut eigentlich. Heizt es auch schön mal da hinten? Ja, damit es auch schön muckelig warm im Bett ist. Hier haben wir schon einen Schalter. Ne. Eine Steckdose? Eine 230 Volt Steckdose. Und guck mal, wir haben die Dometic-Leisten. Ja, wir haben die Dometic-Leisten. Einmal hier zum Rausnehmen. Und die kann man sich reinmachen, wo man will. Das heißt, ich könnte sie jetzt auch hier reinstecken. Wenn ich an der Seite ein bisschen mehr Licht haben möchte, mache ich mir dann beide hier rein. Mhm. Oder setze den dann wieder um, wie ich das so haben möchte. Und dazu passend gibt es so USB-Steckdosen. Eine Einer oder eine Zweier. Dann kann man sich in diese Leiste nämlich auch noch ein paar USB-Steckdosen reinmachen. Wir haben gerade einen Bekannten, der sich einen Kastenwagen gekauft hat und wo diese Dometic-Leiste drin ist und wo diese Lampen kaputt gemacht worden sind. Die sind nicht günstig, aber günstiger, als ich gedacht habe, wenn man die einzeln nachkauft. Mhm. So diese Variante zum Beispiel hier, die kostet 29 Euro eine Lampe. Es gibt aber auch andere Variationen, die kosten dann 39 oder 49 Euro. Fand ich jetzt nämlich auch mal interessant zu wissen. Gut, mach die Schränke auf. So, der Schrank, hochglanzweiß hier vorne. Wir haben einen ausreichend großen Schrank mit einer Lippe. Man kann sehr hoch stapeln, wenn man jetzt hier zum Beispiel T-Shirts reinlegen möchte oder sowas. Pullover, Jeanshosen. Wir haben keinen Softplus. Haben wir nicht. Andere Seite dasselbe. Muss ich schön festhalten, die Schränke. Ja. Haben wir nochmal genau das Gleiche. Genau. Ja, wir haben hier oben anständige Scharniere dran. Das ist ja auch immer ganz wichtig, dass das hier alles stabil ist. Wie gesagt, kein Softclose, bitte festhalten und vorsichtig. Was wir hier auch, das ist aber auch was, was in dem ganzen Wagen so ist. Wir haben in dem Wagen keine Dachluken. Hier fehlt eine 40x40 Dachluke. Gibt es ja schon Informationen. Ja. Aber, ja, jetzt habe ich schon ein bisschen was verraten, aber das macht ja nichts. Aber ich kann hier, glaube ich, nicht einmal in dem Auto sagen mit Plissi und Fliegengitter. Nein. Nein. Hinten sind zwei Fenster, guck mal. Ja, oh, ich kann es doch sagen. Mit Plissi und Fliegengitter. Ja. Zwei Aufstellfenster, an jeder Türe eins. Und das ist, haben wir wenigstens ein paar Fenster, das ist schon mal ganz gut. Gut, dann würde ich sagen, wir sind im Bett fertig, dann gehe ich nach hinten und du klappst das Bett hoch. Das ist eine Idee. Die Matratze ist geteilt, das heißt, man kann die so und dann kann man die so, so und dann kann man das hier nämlich komplett hoch machen und hier an der Seite ist so ein Einraster. Das heißt, einfach gegenschieben, es rastet ein und es bleibt oben. Genau. Das finde ich ganz gut. Jetzt komme ich mal über die Schottwand drüber.
Wir haben hier schon die Kurbel für unsere Markise hängen. Da habe ich direkt das nächste verraten, dass wir eine Markise haben. Wir haben Ausströmer. Ja, wir haben Verzurösen. 4 Stück. Hier drunter sitzt auch noch ein Heizungsausströmer. Und hier haben wir ein Schränkchen. Upp. Oh. Ja, oben ist das Werkzeug. Das würde ich wegmachen, in eine Tasche packen irgendwo. Und unten ist nochmal ein Schrank. Der ist aber groß. Ja, ist okay. Ein schöner großer Schrank. Jetzt interessiert mich natürlich, ob ich da von oben dran komme irgendwie. Nein, nein, das ist fest. Ah, das heißt, den Schrank kriege ich nur auf, wenn hier definitiv nichts liegt. Richtig, hier hinten haben wir noch 2 Fächer. Dann haben wir hier hinten den Gaskasten. Ja, 2x11 Kilo. Christian soll es nicht verbaut, aber das kann man ja alles nachrüsten. Ja, Engelchen. Warst du schon hier hinten? Ja, die Türen haben wir ja gerade schon gesagt, dass die Fenster drin haben. Dazu gibt es auch nicht viel mehr zu sagen. Man kann das natürlich so unheimlich nutzen, wenn man jetzt Sachen mal transportieren möchte. Ja, man kann die Schottwand ja noch rausnehmen. Ne? Die kannst du dann hochmachen und rausnehmen, sag ich mal. Ja, einfach so nach oben. Genau. Und man kann sie rausnehmen oder wieder reinmachen. Ne? Gut, so. Ich komme rein. Ja. Und wo machen wir weiter? Ja. Badezimmer? Nee, Küche. Nee? Okay, Küche. Direkt vom Bett aus in die Küche. Wir haben hier oben einen Oberschrank mit einer Lippe davor. Wir haben hier einen Haken. Freue ich mich schon total drüber. Wir haben eine 12-Volt-Steckdose und eine 230-Volt. Wir haben hier unterm Schrank 2 Spots verbaut, die man so hier über diesen Schalter. Und das wird die Kaffeemaschinenleute freuen. Wir haben hier ein Ablagefach, wo wahrscheinlich eine Kaffeemaschine drauf kann. Die steht aber gefährlich. Bei dir, Tolpasch, fliegt die anderen runter, weil du dagegen haust. Ja, deswegen habe ich auch keine Kaffeemaschine im Wohnmobil. So, was haben wir da für einen Schrank? Wir haben hier einen großen Schrank nochmal. Oh, mit einer Hängestange. Ja, ja, ja. Das heißt, ihr könnt da auch lange Sachen hinhängen. Ja. Das ist auch ganz gut gelöst. Wo ich gerade schon mal hier so auf dem Klöchchen sitze, mache ich direkt mal die Schubladen auf. Ach, wie das sind süß. Niedlich. Sind die Gasabschwinge? Ja. Hier haben wir dann 2 Fächer und hier vorne noch so ein Mikrofach. Also ganz ehrlich, hier mag ich jetzt noch nicht mal meckern, dass ich keinen Platz für meine großen Löffel habe, weil es so süß ist. Niedlich, aber eine Reling davor. Ja. Das ist schon mal ganz gut. Softclose haben wir. Und noch mal eine. Und noch mal so eine kleine. Gut. Dann machen wir gleich hier weiter oben mit den 2 Flammen. Elektrische Zündung, Waschbecken. Ja. Alles ein Teil. Mhm. Wir haben die kleinen Gitter, die man super rausnehmen kann und reinigen kann. Und wir haben 2 unterschiedlich große Herdplatten. Mhm. Eine kleine, eine große. Hier, was haben wir hier noch? Geht das so los? Ah ja, guck mal. Hier haben wir noch mal eine Verlängerung. Ja. Auch gut. Lösen wir sie wieder. Machen sie wieder runter. Zack. Zack. Sind wir gerade hier vorne? Hier haben wir noch ein paar Schalter. Das sind die macht Spots. Die 3 Spots an. Der ist für die Einstiegsleuchten. Hier über den Kopf. Ne? Zack, zack. Und hier ist die Bedienung eurer elektrischen Trittstufe. So. Ah, wir müssen gleich hier vorne weitermachen. Ja. Oh, das ist mal was Seltenes. Das sieht man, finde ich, selten. In so einer, das ist ein anderer Kühlschrank. Ja. Wir haben ein Ablagefach mit einer Reling davor. Jetzt muss ich mal runter auf die. Ach, guck mal, das wird magnetisch gehalten. Zack. Cool. Da habt ihr die Regelung, Temperaturregelung. Ja. Und beleuchtet ist auch. Und wir haben 2 Fächer in der Türe. Natürlich keine großen Flaschen reinkriegt, aber so diese 0,5er Flaschen kriegt man rein. Okay. Wen das interessiert, der Isotherm. Ist von Isotherm. Gut. Eine Lamellentür, die magnetisch gehalten wird. Mein lieber Scholli. Ja, ein süßes, kleines Badezimmer. Aber, was ich schon mal sagen kann, wir haben ein Holzbrett da drin. Haha, das mag ich. Wir haben einen Abfluss hier vorne, wo so Rinnen, das läuft über so Rinnen in den Abfluss rein. Oh, ich mag Holzbretter so gerne. Ja, das heißt aber schon mal im Vorfeld,
Vorhang, ne? Ja. Vorhang. Wir haben einen Vorhang. Ich gehe jetzt einfach mal rein und fange mal hier oben an. Wir haben hier oben eine LED-Lichtleiste sitzen. Mhm. Wir haben hier einen Spiegel, natürlich im Type X mit dem Type X Schriftzug. Das vergisst Etrusco auf gar keinen Fall. Dann haben wir ein... da ist eine Steckdose drin. Großen Schrank. Mit einer 230 Volt Steckdose. Cool. Hier ist eine Reling oben und unten davor, damit nichts rausfällt während der Fahrt oder beziehungsweise wenn man dann anhält, ne, und den Schrank öffnet. Hier haben wir auch noch mal ein Fach und zwar auch mit einer Reling davor. Da könnte auch was stehen bleiben. Lichtschalter macht natürlich diese Lichtleiste da oben an und aus. Wir haben eine Duschstange. Die habe ich auch gerne. Hier haben wir auch noch mal einen ganz großen Spiegel sitzen. Und Haken ohne Ende, guck mal. Genau, und Haken, die man sich so verschieben kann. Und das ist auch so eine Leiste irgendwie. Und die ist hier oben auch noch mal. Und kann man sich bestimmt noch von unten nach oben machen. Ich weiß nicht, ob das serienmäßig dabei ist. Hier sehen wir schon den Tüdelvorhang, eingeklemmt in diesen Spangen, damit der einen nicht stört. Das finde ich immer sehr gut, wenn man ihn nicht braucht, dass er nicht so irgendwo rumtüttelt. Das finde ich ganz gut. Hier sind nochmal zwei Haken verbaut, zwei Handtuchhaken. Wir haben ein Fenster, aufstellbar, mit Milchglas, nicht verdunkelbar. Brauchst du ja nicht, hast du eine Lamellentür vor. Genau. Ja, wenn ich draußen bin. Ja, 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 klar. Das Waschbecken finde ich ganz süß. Und zwar ist das hier so richtig in die Arbeitsplatte eingearbeitet. Seht ihr das? Dann haben wir die typischen Etrusco-Siebe im Waschbecken verbaut und eine ausziehbare Dusche. Muss ja. Einmal zum Duschen hier drin oder auch nutzbar als Außendusche, wenn man das durchs Fenster hält. Ja. Das ist auch dein Lieblingswasserhahn, das ist der Mützenwasserhahn. Hier. Ja, du als Mützentyp. So, dann drehe ich mich mal rum. Es ist natürlich eng im Kastenwagen, ne? Da unten ist noch eine Halterung für die Toilettenpapierrolle, ein Heizungsausströmer. Hier in der Ecke sitzt die Spülung für eure Z4-Toilette. Die zeige ich euch gleich noch. Ich muss mal eben gucken, ob hier hinter noch was versteckt ist. Nein. Aber hier sind so Penumsen dran. Ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Und zwar das Gegenstück dazu findet ihr an eurem Duschvorhang. Dann kann man den Duschvorhang da so festmachen. Dann tüttelt er während des Duschens nicht so durch den Raum. Ne? Wir haben hier die Z4-Toilette. Natürlich drehbar. Das Loch bleibt immer in der Mitte. Alles super. Ja, schönes kleines Badezimmer. Ja. Wer jetzt sagt, oh, das Badezimmer ist aber ein bisschen sehr klein. Ist ja ein kleines Auto. Wir sind auf 5,40 Meter hier. Ja. 5,40 Meter. Mit zwei Betten. Mit zwei Betten. Da ist für Badezimmer nicht mehr viel Platz. Die nett. Dometikleiste wieder mit zwei Lampen. Ja. Da haben wir eine Fernsehvorbereitung sitzen. Das heißt, man könnte sich den Fernseher hier hinkommen. An die Wand bauen. Genau. Da haben wir hier einen Riesenschrank. Oh ja. Nochmal schön unterteilt. Da geht also eine Menge rein. Den Tisch kann man verlängern. Kann ich euch sagen, weil hier schon mal die Tischplatte drin liegt. Tischplatte da raus und da hinten rein. Dann habt ihr den Tisch länger. Dann habt ihr ihn länger, genau. Ja. Fenster? Fenster. Aufstellbar. Oh, ich kann es doch noch mal sagen. Mit Plissi und Fliegengitter. Manchmal muss man erst ein bisschen suchen. Und da ist der Sensor wieder verbaut? Hier ist der Truma-Stopp. Das heißt, ja, wenn der ihr. Der Kamin ist unter dem Fenster. Genau, der Kamin ist unter dem Fenster. Wenn ihr das Fenster öffnet, hört die Heizung auf zu arbeiten. Type X grau? Type X ist immer grau. Ich mag die Bezüge persönlich sehr, weil die, der Fahrer- und der Beifahrersitz auch sehr gut bezogen ist. Wir haben hier oben so ein Kunstledermausgrau mit Stoff in der Mitte. In 22 haben sich die Stoffe ein bisschen geändert. Ja, das stimmt. Da ein bisschen was ist anders geworden. Ja. Wir haben hier an dieser Sitzbank nochmal einen Heizungsausströmer sitzen. Heb du mal das Tischbein an. Leicht, ja. Hier haben wir eine Klappe. Hier ist die Elektrik, verbaut. 230 Volt Anlage. Der Ladebooster. Und alles ist hier drin, also gut erreichbar. Da hinten ist ein Heizungsausströmer, dieser klappbare, ne? Und dann habt ihr hier nochmal USB und ich denke mal oben drüber eine 230. Boah.
Ja, ist ganz schön eng hier in so einem Auto. Ja, ihr seht dort unten schon die zweite Leiste sitzen. Das heißt, man kann sich den Tisch hier noch nach unten setzen und könnte hier im Grunde genommen auch noch mal ein Notbett bauen. Ja, so. Hier in der Rundung habt ihr dann auch noch mal einen Heizungsausströmer. Und hier ist, wie gesagt, die Einstiegsleuchte. Ja, und jetzt, Frau, wo müssen wir noch hin? Jetzt kommt mein Highlight. Dein Highlight? Okay. Ja, und zwar hole ich mir schon mal die Leiter hier runter. Hast du geschafft, Frau? Ja, das ist auch noch eine zweigeteilte Leiter. Ja, die wird hier zusammengesteckt. Genau, ihr löst das hier einfach, könnt ihr auseinander nehmen. Jetzt muss ich mal meine Schüchchen ausziehen. Und das sieht jetzt alles bestimmt nicht elegant aus. Das ist mir aber auch wurscht, egal. Ich möchte da unbedingt mal hoch. Und? Und? Ich weiß noch gar nicht, wie ich da hochkomme. Meine Füße sind nicht kompatibel für so eine Leiter. Nein? Nee. Oh. Bist du oben? Ja. Wie soll ich jetzt da hochkommen? Auch über die Leiter. Nein, ich bleib hier. Ich filme jetzt hier so hoch. So, es ist wahnsinnig dunkel hier oben. Und zwar ist das unser erstes Wohnmobil mit einem Dachzelt. Ja, ich freue mich. Man muss aber hier nicht im Dunkeln aushalten. Munkeln. Ja, denn man hat hier Fenster. Macht die jetzt einfach alle mal auf. Das ist ein Fenster mit einem Fliegengitter davor. Und das ist direkt offen. Ja? Mhm. Also das heißt, wenn ihr das wegmacht, Wind. Es ist offen. Es kommt aber direkt schöne Luft hier rein. So, Fenster Nummer 2. Hat kein Fliegengitter. Mhm. Hat eine Folie davor, das ist immer zu, das Fenster. Dann Fenster Nummer 3. Ich komme mal bis an. Hast du eine Lampe? Guck mal. Da sind wir doch noch gar nicht, mein Engel. Ich bin doch bei Fenster Nummer 3. Hier vorne. Und schon seht ihr, es wird immer heller. Ja. Das hat auch ein Fliegengitter davor. Das heißt, das ist auch direkt offen. Man braucht die Sachen hier nicht so rumbaumeln lassen. Man rollt die und hier ist so Klett. Dann kann man das auch ordentlich machen. Ich habe jetzt keine Lust, das ordentlich zu machen. Hier haben wir eine Lampe verbaut und zwar einen Schwanenhals, der hier oben über den Knopf an- und auszumachen ist. Nur eine oder auf der anderen Seite auch? Ach, guck mal, blau gibt's auch. Und dann hätte ich es dunkel lassen sollen. Einmal drücken, Licht, zweimal Blaulicht, dreimal aus. Nein, das ist die einzige Lampe hier. Okay. Eine zweite gibt es nicht. Das Bett hier oben finde ich persönlich super geräumig. Man kann natürlich nicht aufrecht hier drin sitzen, ist ja auch ein Zelt, ne? Mhm. Aber das ist schön lang, da bin ich mal gleich auf die Maße gespannt. Ich liege hier sehr gut. Was wir hier auch haben, weil das ist natürlich vielleicht auch einfach ein Highlight für Kinder, ne? Mhm. Das heißt, ich kann meine Kinder abends hier einsperren und das am besten so zuziehen, dass die nicht mehr rauskommen. Und dann bleiben die einfach hier oben eingesperrt. Also ist eine coole Geschichte, wie das auf 5,40 Meter. Ne? Ja. Hier oben nochmal ein Bett zu haben, finde ich gut. Und das scheint auch, ganz ehrlich, was ganz Cooles zu sein. Als wir jetzt im Urlaub waren, haben wir total viel davon haben gesehen. Wir jede Menge davon gesehen, ne? Ja. Selbst so ein ganz kleiner Renault Traffic oder sowas, ne? Also, das ist immer mehr im Kommen. Ja, finde ich gut. Los, ja. Komm runter. Ich mache schnell alle Fenster wieder zu. Ja. Wo da oben rumfummelt, kann ich euch hier schon mal die Bedienung der Heizung zeigen. Also hier einmal drauf drücken, könnt ihr die Temperatur von der Heizung einstellen. Beim zweiten Mal drücken, stellt ihr den Wasserboiler ein. Dritte Mal ist dann das Gebläse nochmal einstellen. Vierte Mal ist, man kann sie noch programmieren, wann sie an- und ausgehen soll. Also das ist schon eine tolle Sache. CP Plus finde ich gut. Dann drehe ich mich schnell um. Hier haben wir ein Infodisplay. Sehr einfach gehalten, finde ich immer am besten. Einfach anschalten, 12 Volt. Einmal nach oben, Aufbaubatterie. Einmal nach unten, Starterbatterie. Einmal nach oben, Frischwasser. Einmal nach unten, Abwasser. Und hier oben sitzt der Heizungsfühler. Auch gut. Ich bin schon fertig, Frau. Komm. Unter der Sitzbank der Dinette habt ihr die Truma verbaut. In diesem Fall hier eine Truma Diesel. Und da unten ist der Frostpächter. Na, kann man doch auch noch was drüber packen. Hier haben wir noch ein Fach, wo man genügend reinpacken kann. Hier ist jetzt gerade so eine Matte mit so Druckknöpfen drin verbaut. Diese Matte hat einen Sinn. Und zwar, wenn das Bett runtergeklappt ist, also dieses Dach,
Dann habt ihr hier, seht ihr hier auch überall Druckknöpfe. Mhm. Dann kann man die Luke zumachen. Auch gut. Dann sieht man das nicht mehr. Das finde ich auch ganz gut. Und hier sind halt auch Druckknöpfe drin. Wenn man sie nicht braucht, packt man sie einfach hier rein. Und dann kann man das trotzdem noch hier nutzen, ne? Dieses Fach. Das ist auch ganz gut. 5,40 Meter ist echt klein, ne? Ja. Da ist man, zack, 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 ist man da durch. Wir sind nämlich schon beim Vorderwagen angekommen. Wir haben hier die Sitze, von denen ich gerade schon gesprochen habe, die ich finde wahnsinnig gut bezogen. Die sind aber gut gemacht. Die Armlehnen sind schön bezogen. Ja, rechts und links. Wir haben hier das Logo von Etrusco, das Pferdchen mit dem Type-X-Schriftzug. Die sind natürlich im gleichen Design wie die Dinette hinten. Und ich finde, das sind wirklich, da kann man nicht meckern, gut bezogene Sitze. Ja. So, dann drehe ich meinen Sitz mal gleich. Wir sind auf 21 aufgebaut, also Fiat Ducato Modelljahr 21. Ja, das Übliche, und das fällt mir auch leichter als den 22er zu erklären. Mhm. Wir haben hier den Fiat Ducato mit Lederlenkrad, den Krummspangen im Lenkrad. Wir haben einen Tacho ohne Krummspangen. Mhm. Das sieht man nur noch sehr selten, finde ich aber auch sehr schön. Dann haben wir hier die 9-Gang Wandlerautomatik. Wir haben hier schon einen C-Neck verbaut. Ein X-Cent verbaut. Wir haben die ganz normale Klimaanlage, Bergabfahrhilfe, Traction Control, USB und 12 Volt, Getränkehalter hier und unten. Wir haben das Klemmbrett hier vorne. Das finde ich eine Sache, die gut ist. Hier ist ein Schalter, da kann man umstellen, ob das Radio über die Führerhausbatterie, also über die Fahrzeugbatterie oder über die Aufbaubatterie. Ja, das ist gut. Plissi haben wir auch. Plissi haben wir auch verbaut. Von außen nach innen. Ja, und an der Seite, und von rechts nach links. Auch. Alles da. Was wir auch haben, da wird uns noch schnell mal Hallo gesagt. Was wir auch haben, ist hier das Eisfach. Also es ist kein Eisfach. Es kühlt, wenn ihr die Klimaanlage auf kalt stehen habt. Ja. Super perfekt für Automatik, hast du gesagt? Folie. Ja, 9-Gang Wandlerautomatik, ne? Habe ich gesagt. Jetzt der Rest ist ja Standard, ne? Tempomat, elektrische Fenster und so, das ist ja wirklich alles. Ja, das haben die ja mittlerweile alle. Hier in dem Auto, aber der gehört nicht hier rein, nicht original, ist ein Fahrerhausteppich verbaut. Ja. Den hat schon jemand hier reingelegt, weil das anscheinend jemand auch schöner findet. Genau, so. Komm, raus. Wir sind fertig. Ich finde das so schnell. Alles gut, Frau. Komm. Komm wieder rein. Was hast du denn? Ja, komm rein. Ja. Wir haben doch noch eine Ritschratsch. Ach, eine Ritschratsch haben wir. Wir sind ja im Ritschratsch-Auto. Genau. Und da muss man einmal zeigen, dass man in der Schiebetüre ein Fenster hat, aufstellbar. Und auch hier mit einem Plissi, und das Fliegengitter ist da oben. Gut. So, jetzt können wir rausgehen. Und dann kannst du auch gleich sagen, was er noch hat. Eine Fliegengittertür. Genau. Ja. Hier haben wir eine Fliegengittertüre verbaut. Ist ja jetzt in den meisten Kastenwegen auch drin. Schöne breite Trittstufe, ne? Wagen oder die Mehrzahl Wegen? Keine Ahnung. Die Trittstufe finde ich schön breit. Ja. Wir testen sie natürlich auch. Kannst loslassen. Das ist eine Tippfunktion. Kommt auch immer mehr, ne? Das mag ich auch. Ja. Ja. So, dann schauen wir mal weiter. Jetzt machen wir die Schiebetüre mal zu. Und da wir hinten im Bett ja schon eine Kurbel für eine Markise gefunden haben, die ist dran, ist in Anthrazit. Natürlich hier auch dran. Einige von euch werden jetzt sagen, oh, wie ist denn diese Markise da dran gebaut? Ich kann da durchgucken. Ja, die ist aufgesetzt, sonst geht ja nicht anders, ne? Genau, wegen dem Dachzelt, genau. Weil das Zelt ja auch, wenn es runterklappt, ein bisschen Platz an der Seite braucht, ist sie nur so davor gemacht. Ja, wir haben schöne dunkle Rahmenfenster. Dieser Wagen hier ist in einem Hellmausgrau, nennt sich auch Campavolo oder Campovolo. Campovolo, ja. Was ich sagen kann, die Rahmenfenster, die sind ultra dunkel. Die sind wirklich sehr dunkel. Finde ich gut. Ja, der X-Type ist ja im Gegensatz zu den normalen Etrusco in so einem Grau immer beklebt. Der normale Etrusco ist in Braun. Ja. Ich finde dieses Hellgrau mit dem Anthrazit und der dunklen Markise. Das zeigen wir gleich nochmal beim 22er, weil ihr seht, wir haben hier momentan Kastenwagen en masse. Und da vorne stehen noch 22er Etruskus, und dann zeigen wir euch den Unterschied von der Beklebung. Ja. So, wir machen jetzt erstmal weiter. Wir sind hier auf ein paar 16 Zoll Alufelgen aufgebaut. Haben hier die Befüllung für unseren
Frischwassertank. Mhm. Wir haben Rahmenfenster hinten. Rahmenfenster hinten. Wir haben die dritte Bremsleuchte und da muss man zweimal hinschauen. Das ist die Rückfahrkamera drin. Da ist die ganz klein und mickrig verbaut. Cool. Ja. Hier seht ihr nochmal die Bezeichnung für alle, die hier Interesse dran haben. Das ist der 540 DB. Das DB steht, glaube ich, für Dachbett. Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich sage jetzt einfach, dass das dafür steht. Die andere Seite, dieses super süße kleine Toilettenfenster, das mag ich ja immer. Ja. Finde ich immer niedlich. Ja, gucken wir direkt mal weiter. Wir haben hier unsere Setfort-Toilette. Natürlich auch hinterher schlürbar. Ne? Abwassertank sehe ich gerade. Oh, hier wird der Vierkant aufgesetzt, auf diesem Vierkant. Und dann ist hier der Ablauf. Ja, direkt darüber befindet sich die Steckdose für unseren Landstrom. Und das hier ist der Kamin für die Dieselheizung. Genau. Mit dem Stopp hier drüber, dass wenn ihr das Fenster aufmacht und wer mir jetzt sagt, so ein Ding macht keine Abgase, der schaut sich vielleicht mal unser Brauersdamm-Video an, wie das Ding gequalmt hat wie Schwein. Ja, danke euch nochmal für die vielen Tipps mit dem Freibrennen. Das haben wir natürlich gemacht, weil wenn ihr Tipps gibt, freuen wir uns auch wahnsinnig. Und seitdem ist Ruhe. Seitdem ist alles super. Ja. Ja, es ist ganz, ganz toll. Also vielen Dank dafür. Wir sind hier auf einem 21er Modell, das heißt, wir haben hier noch Euro 6 DTEM mit dem AdBlue, wo wir immer gerne darauf hinweisen, dass es dafür eine Sicherung gibt. Ja. Da gibt es auch ein Video von uns drüber. So, Frau, jetzt stehen wir gerade hier, komm mal hierher. Also ich zeige euch jetzt hier nochmal die Beklebung in 21 mit den Streifen so. Und jetzt gehen wir mal schnell hier rüber. Hier steht nämlich ein 22er schon, sieht man schon an dem neuen Kühlergrill. Und das ist eben die neuere Beklebung. Die ist ein bisschen dezenter. Ne? Ja, also hier ist es weniger geworden und das hier ist mehr geworden. Ja. Bis vorne. Genau. Durch. Es ist mehr so gerade jetzt, ne? Nicht mehr da oben so quer rein. Ja. Ja, also das ist wie gesagt 22. Dieses Fahrzeug werden wir euch bestimmt auch nochmal vorstellen in irgendeinem Video. Ich finde aber beide Beklebungen nach wie vor schön. Ja. Und ich mag auch den X-Type mit diesem Grau. Ich mag aber auch den normalen Intrusco mit dem Braun. Ich mag Etrusco generell. So, hier vorne, das ist natürlich mit dem aufgestellten Dach da oben eine wuchtige Ansicht. Ne? Mm. Also das ist schon wahnsinnig hoch, wenn das Zelt da oben ausgeklappt ist. Ja. Wir haben LED-Tagverleuchten, wir haben den schwarz lackierten Kühlergrill und wir haben leider keine Nebellampen und keinen Spoiler. Den braucht man aber nicht. Ja, aber was man braucht, wenn man Etrusco fährt, man braucht das Pferdchen. Und der ist natürlich auch im Kühlergrill drin. Daran sieht man schon, der Kleine hier hat 140 PS, finde ich ja für einen Kastenwagen völlig ausreichend. Und Automatik. Man ist ja im Urlaub. Automatik. Ne? Man will ja nicht Automatik. Rasen. So, dann kommen wir mal dazu. Und zwar, das ist der Etrusco CV 540 DB X-Type Automatik Navi Rückfahrkamera. Genau. Dieses Fahrzeug ist gebraucht, ist aus 29. Genau. Ja. Deswegen auch schon der Fahrerhausteppich, der nicht dazugehört. Das Auto steht jetzt hier gerade bei RS Reisemobile für 59.900 Euro mit der Automatik, mit dem Dach, wo man mit mehreren fahren kann. Ne? Gerade wenn man Kinder hat, finde ich ja. So ein Dach total lustig. Wir haben jetzt explizit dieses Fahrzeug für euch gemacht, weil diese 5,40 Meter Fahrzeuge mit dem Hubdach finde ich total interessant. Ja, die Abonnenten auch, wir hören das immer wieder. Die finden wir total gut. Ja. Und deswegen haben wir gedacht, wir nehmen lieber diesen gebrauchten, aber wir haben nämlich da hinten noch 2022er 6-Meter-Fahrzeuge stehen, die auch das Dach haben. Ja. Ja, aber viele von euch, ihr fragt immer und immer wieder nach 5,40 Meter. Ja. Da gibt es nicht so viele von, die man filmen kann. Und, aber der, ich meine, gebraucht, der ist aus 2020. Genau. Hallo, wir haben 21. Der ist ja so gut wie neu. Aber um euch einfach mal zu zeigen, was es da so bei Etrusco auf dem Markt gibt. Und jetzt könnt ihr mal eben schauen, hier kommt gerade wieder ein Schlepper an und da sind wieder nur Kastenwagen drauf. Oh Schatz, Pilotkastenwagen. Ich freue mich schon. In Lanzarote grau. Dann können wir endlich mal wieder einen Pilotkastenwagen filmen. Ich genau. Jetzt ist aber Feierabend hier, komm. Nee, jetzt ist heute kein Feierabend, weil der LKW ist gekommen. Okay. So Lieben, das war der Etrusco 540. Ich fand das mit dem Zelt da oben drauf der Kracher. Also für die Größe ist das echt super, sag ich mal. Und dann, ja, da hat man eben klein, kompakt. Ja, aber süß. Ich fand das ganz niedlich. Man ist natürlich eingeschränkt im Kasten, das wissen wir ja. Ne? Aber im Großen und Ganzen finde ich das Auto gut. Ja,
Etrusco hat überzeugt wie immer. Ihr solltet ihr euch auch mal einen Etrusco oder einen Pilot oder einen LMC oder ganz viel angucken wollen. Es wird wieder voll hier. Ja, so langsam füllt sich der Hof. Ja, dann könnt ihr das natürlich auch gerne machen. Und zwar ist das hier bei RS Reisemobile an der Kölner Straße. Auf dem berüchtigten B1. Ja, die B1, die Wohnmobilmeile in Mülheim. Ansonsten haben wir gar nicht mehr viel zu sagen. Sollte euch das Video gefallen haben, gebt uns einen Daumen hoch. Abonniert gerne kostenlos unseren Kanal oder drückt die Glocke, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Es ist immer dasselbe. Kommentieren könnt ihr auch. Ja. Und ihr könnt uns auch auf Instagram folgen. Und wenn ihr uns auf Instagram folgt, dann passieren nämlich so lustige Dinge, wie ich eben im Video erwähnt habe, dass Leute schreiben, pass auf, eure Dieselheizung qualmt, ihr müsst die freibrennen, wir haben es gemacht, alles war gut. Und danke, danke für die tollen Tipps, die ihr auch uns gebt. Richtig. Ja. Ende Gelände. Ende Gelände. Tschüss. Tschüss.